Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein The New Order. Oh yeah. Und wir haben heute den Auftrag bekommen, ein Ding ins Kirchen zu holen, ne? Schweißgerät. Und das sollte wahrscheinlich da irgendwo unter Wasser sein, wahrscheinlich da, wo es sprudelt, ne? Ah, okay. Da können wir unser Ding ins Kirchen wieder aufladen. Falls wir es müssen. Limit erreicht, ja, ist schön. Aber wir schweißen uns hier erstmal. Moment, ich gehe erstmal tauchen. Was ist denn hier so Schönes? Aber da kommen wir wieder raus, ja? Ich glaube nicht, dass ich unendlich Luft habe, oder? Ist das das Schweißding ins Kirchens? Nee, ne? Da kommen wir auch nirgendwo durch. Ich versuche zu laufen, ey. Warte, ich gehe mal auf den Boden. Naja. Wir kommen hier nicht raus. Wir kommen hier nicht raus. Aber das Schweißding ist Gerät. Kirchens ist das da wahrscheinlich. Oder wenigstens ein Teil davon. So, und hier auch. Perfekt. Und dann sägen wir uns hier mal durch. Perfekt. Okay, da müssen wir runter. Also los. Finde einen Weg zurück, ja. Herzlichen Glückwunsch, Alter. Hier ist nichts. Aber ich habe anscheinend unendlich Luft, weil ich hier gefangen bin. Oder hier ist ein Luftloch, okay. Meine Frau und ich sind im letzten Sommer über die Gibraltarbrücke in Urlaub gefahren. Von Spanien nach Afrika. Das war fantastisch, das sage ich dir. Ist es dort nicht gefährlich? Ich meine, wegen des Krieges. Nun, die Front ist weiter im Süden. Afrika ist ziemlich groß, weißt du? Mein Mann wollte immer schon mal auf Großweltjagd gehen. Ich würde so gern einen Elefanten sehen. Tja, wo ich war, gab es keine Elefanten. Aber es muss bestimmt noch welche geben. Interessant, interessant. Gehen wir mal weiter. Wow. Können wir auch schneller schwimmen? Wir können auch schneller schwimmen. Holen wir uns erstmal hier Luft. So. Wieso können wir nicht zurück? Was soll denn das? Also hier haben wir eine Leiter. Da können wir auf jeden Fall hoch. Das ist gut. So, 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 so. Und wir können uns hier unsere Energie aufladen. Jedenfalls ein bisschen davon. Denn wahrscheinlich kriegen wir gleich mal wieder Besuch. Ja. Alter, können wir weit springen? Guckt euch das mal an. Das ist ja mal... Awesome. Und, ja, was machen wir jetzt hier? Fragezeichen. Ich sehe nichts. Gott, ich sehe nichts. War das schon immer hier? Okay. Wieso können wir plötzlich wieder hier irgendwas benutzen? Nee, egal. Hier gibt es nichts zum Aufschweißen, ne? Das ist echt schade. Ach, jetzt haben wir wieder unser Messer in der Hand. Mhm. Logik, Logik, Logik. Ja gut, es muss hier... Achso, da oben ist das... Nee, die Tür war doch zu, oder? Die Tür war zu. Da können wir auch nicht durch. Was zum Henker? Oh. Ich begreife, ich begreife. Ich will hier hoch. Ja, aber mein Mann, der Schimmel kommt von Terroristen. Er birgt irgendeine Krankheit, mit der sie jeden in Berlin infizieren wollen. Warum sollten sie so etwas tun? Hier ist es doch so friedlich. Warum lassen sie uns nicht einfach in Ruhe? Beruhige dich. Mach dir keine Sorgen. Wenn wir wirklich in Gefahr wären, würde es uns doch gesagt werden. Außerdem ist Hans doch in der südwestlichen Mandschurei stationiert und er meinte, dass die letzte Terroristenzelle vor über einem Jahr vollständig ausgelöscht wurde. Ach ja, weißt du schon? Es soll dann richtig schön sein. Sie haben begonnen, eine neue, wunderschöne Stadt aus den Trümmern von Peking aufzubauen. Er hat gesagt, wir sollten in ein paar Jahren dorthin ziehen, wenn alles fertig ist. Dort winken gute Geschäfte. Ach, dein Bruder redet viel, wenn der Tag lang ist und nur die Hälfte ist wahr. Okay. Irgendeine Stadt. Oh, was ist das denn? Oh, Laserkraftwerk verbessert. Stroboskop, was ist das?
Das Laserkraftwerk wurde mit einem Stroboskop-Aufsatz verbessert. Wenn die Waffe abgefeuert wird, erzeugt der Aufsatz einen blendenden Lichtblitz, der in ihn hineinschauernde Ziele kurzzeitig desorientiert. Okay. Ja, okay. Wir akzeptieren das jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Jetzt ist auch im Land Nautica eine Bombe explodiert. Vor einer Woche war alles noch ruhig. Was ist denn los? Warum tun die Land aus dem Land? Ja, sollte annehmen, dass sie die nötigen Kräfte haben, um diese Kerle auszulöschen. Sie verstecken sich bestimmt irgendwo in den Lagen. Vielleicht in den Alpen. Man hört ja so manches auf der Schwarz. Ja, vielleicht. Was ist jetzt der richtige Weg? Also das hier ist eine Sackgasse, das ist gut. Da können wir mal reinlaufen. Ja. Feldbetten? Aber sonst ist hier nichts. Da war... Achso. Da können wir unsere Waffe aufladen. Oh ja. Hier ist eine heftige Bombe und dahinter eine Tür, wo wir nicht durchkommen. Aber hier war doch irgendwo noch ein... Achso, hier war das hier. Und ansonsten ist hier nur der Rückweg, ne? Ansonsten ist hier nur der Rückweg, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich hier langlaufen. Das ist mir zu großflächig. Hier kommt bestimmt ein Roboter. Ich lass mal die anderen oben. Wer weiß, wozu man das brauchen könnte. Ich finde das nicht ganz koscher. Ich meine, wozu sollte ich die anderen runtersenken lassen? Wobei... Na komm. Das ergibt ja irgendwie keinen Sinn, oder? Und das Ding können wir nicht runterhauen. Das ist ja komplett sinnlos. Das sieht für mich komplett aus, als würde da ein Roboter rauskommen, ganz ehrlich. Wahrscheinlich, sobald ich diesen Knopf hier drücke. Was ich aber gerne noch erfahren möchte, ist... Ups, das war ich. Aha, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Also sinnloser geht's nicht, oder, die Aktion? Ich hab's drauf. War so klar. Oh Gott, das sind mehrere. Ja, super. Bitte einmal aufladen. Ja, ja, guck mal, die erschießen mich, solange ich mich auflade hier. Das ist eine unfaire Kacke. Na komm, na komm, na komm, na komm. Das war Nummer 1. Oh, jetzt, Freundchen. Komm her. Du willst denn den gleichen Spaß haben wie ich, ja? Arschloch, Alter. Ich will Akimbo! Was ist denn das Problem hier? So, laden wir uns erstmal dieses Ding jetzt Kirchens hier auf. So eine Arschlöcher. Und dann nehmen wir das hier mal mit. Wer weiß, wozu wir das brauchen, ne? Gut, wir hätten uns auch hier unten irgendwie verstecken können, wobei eher nicht, nein. Hätten wir höchstwahrscheinlich nicht können. So, wir sind zwar jetzt ein bisschen langsamer, dafür sind wir aber schwer bewaffnet. Jetzt sollen die mal kommen, die Kleinen. Oh. Ich hab mich voll zu Tode erschreckt. Oh mein Gott. Offizier.
durchs Fenster beobachtet. Er hat den Lippenstift seiner Mutter ausprobiert. Gnädige Frau, ich kann solche Dinge nicht entscheiden. Wenden Sie sich bitte an das Bürgerinformationsbüro, ja? Wissen Sie, wo es ist? Einfach die Straße runter und dann links, ein braunes Haus. Sie können das nicht verfehlen. Dort können Sie das melden. Einen schönen Tag noch. Na gut. Vielen Dank, Herr Offizier. So eine olle Schlampe, ne? Vielleicht wollte er einfach nur ein Bild damit malen. Möglich, ne? Nein, verpechen wir gleich alle. Yeah. Schlampe. Oh. Hören wir uns das mal an. Tapferer kleiner Liebling. Ich weiß nicht. Ich fand Mond einfach viel geiler. Das muss man schon sagen. Okay, mit dem Ding kann ich mich auch ducken. Das ist genau das, was ich wollte. Ja, Intelligenzbestie lässt grüßen. So. Hier kommen wir nicht durch und... Scheiß aber auch. Jetzt muss ich zurückkriechen. Hat sich auch gelohnt, ey. Hauptsache packen wir mal ein Rätsel rein, ne? Ist ja egal. Machen wir es dem Spieler so schwer wie möglich. Hier muss auch irgendwie noch ein Feind kommen, ey. Ich habe das Ding doch nicht umsonst mitgenommen. Nächstes Mal holen Sie es, Fergus. Meine Waffe. Tut mir leid, es ist nur... Mein Ehering ist weg. Ich bin so ungeschickt. Ich habe ihn verloren, als wir zurückkamen. Er ist nicht viel wert, aber er war das Einzige, was ich noch von ihm hatte. Mein lieber Sebastian. Finde den Ring. Ja toll, und wo soll der sein? Ach du Scheiße, ey. Ich soll jetzt einen Ring suchen. Ihr wisst schon, wie klein so ein Ring ist. Ringe sind verdammt klein. Da ist ja die Psychobraut. Sie hat ihn verloren, ja. Chill mal. Als wenn ich ihr dein Essen wegnehmen will. Meine Fresse. Kranker Typ. Oh, ich dachte, das wäre der Ehering. Ist ein bisschen groß für einen Ehering, oder? Ja, aber wo ist der denn? Wie soll ich den denn finden, wenn der so kacke ist? Hier ist ja nur die Quest, ne? Da komme ich nicht zurück. Hat einer von euch einen Ehering gefunden oder so? Kann doch nicht wahr sein, ey. Wo ist eigentlich meine Liebste, hä? Hast du einen Ehering gefunden? Hast du einen Ehering gefunden? Du? Nein! Ich werde den Scheißdreck besorgen. Ich brauche den Ehering. Der muss ja doch irgendwo sein. Es ist doch nicht wahr. Ehering? Nein. Irgendein Softbolt oder so stand da. Hm. Ich wette, den hätten wir in der Kanalisation irgendwo gefunden. Aber wir haben es verkackt. Wir haben es einfach nur verkackt. Meine Meinung. Ich könnte ihr den Ehering klauen, oder? Das wäre vielleicht ein bisschen fies gewesen. Und hier, ich bezweifle, dass hier oben der Ehering ist, ganz ehrlich.
Vielleicht im Klo? Nein. Das ist doch ein Ring. Die Messer werde ich sowieso nicht behalten. Das weiß ich, leider. Ich glaube, das mit dem E-Ring haben wir verkackt. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, wo soll der da noch sein? Hast du einen E-Ring gefunden? Finde Annes E-Ring. Okay. Einer der Überlebenden aus Selo hat mich gebeten, ihren E-Ring zu finden. Ich werde die Augen aufhalten. Das hilft mir nicht weiter. E-Ring? Komm, du klaust doch gerne Sachen. Damn. Ich glaube, wir haben die Sachen nicht gut genug untersucht. Na gut, wir gehen doch mal runter. Bevor wir die Folge beenden. Und wenn wir es halt gleich nicht finden, dann finden wir halt es. Finden wir es halt nicht, kein Problem. Nur autorisierter Personal, ja. Können wir vielleicht. Nee. Hier runter kommen wir nicht nochmal, ne? Bullshit. Ne, mit dem Flieger sind wir auch nicht gekommen. E-Ring, hallo? Na gut, nützt nichts. Ich glaube, den E-Ring haben wir verkackt. Der muss dahinter irgendwo gewesen sein, im Wasser wahrscheinlich. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge und dann sehen wir morgen, wie es weitergeht. Haut rein, euer Zero. Tschüss.